möchte heute über den ersten Petrusbrief reden. Der erste Petrusbrief hat viele Texte, oder eigentlich ist der ganze Brief, redet hauptsächlich vom Leid des Christen und aus dem auch viele Richtungen und Lehren geboren sind und die Mentalität des leidenden Christen gefördert haben und so weiter. Und das irgendwo ein Problem ist, weil dieses Leiden wird oftmals, wenn zum Beispiel Christen Krankheiten haben oder Schwierigkeiten im Leben, irgendwelche Sachen zu überwinden oder durchzugehen und so weiter, dann verbindet man alles mit Leiden und das alles ist Leid und so weiter. Man geht dann so weit, dass man sogar sagt, dass der Christ ist eigentlich berufen zu leiden. Und weil Jesus Christus ja auch gelitten hat, sind wir berufen zu leiden und so weiter und so fort. Und Petrus erwähnt das auch in dem Brief, dass wir berufen sind zum Leiden. Und so geht der Christ in dem Denken, dass es vollkommen okay ist, dass er Probleme hat und er leidet ja für Christus. Und das ist ein riesen Missverständnis, ja. Und ich möchte einfach heute uns zeigen, dass Petrus eine ganz gewisse Art von Leid anspricht und es in keinster Weise das Gleiche ist, was wir durchmachen. Und wenn du das weißt, wenn du das gesehen hast, dass es um was ganz anderes geht als um deine schwierigen Situationen, wo du im Leben hast, dann wirst du kein Problem damit haben, aus den Problemen rauszukommen, die Lösung zu empfangen, zum Beispiel wie Heilung zu bekommen und so weiter, weil du wissen wirst, dass Gott will gar nicht, dass du leidest, sondern Gott will, dass du lebst. Ja, dass du geheilt wirst, dass du gesegnet bist, dass es dir besser geht und so weiter und so fort. Und ich werde dazu noch ein paar Worte reden, okay? Fangen wir einfach mal an. Also im ersten Petrusbrief, da lesen wir zum Beispiel eine wichtige Stelle, die viele Gläubige geprägt haben, und zwar im zweiten Kapitel, 20. Vers. Da steht, denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr wegen böser Taten geschlagen werdet und es erduldet? Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es erduldet, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Okay, dann geht's hier weiter. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinen Mund gefunden worden. Als er beschimpft wurde, schimpfte er nicht zurück. Als er litt, drohte er nicht, sondern er übergab es dem, der gerecht richtete. Zu wem redet hier Petrus? Und von was redet Petrus hier? Und das ist ein Punkt, weil ich das immer wieder auch woanders höre und manche predigen darüber und sagen dann, ja, deine Krankheit, dein Problem, wo du gerade durchmachst und so weiter, du kannst dich damit beruhigen, hier ist der Trost im Petrusbrief, wir sind zum Leiden berufen, da steht es ganz klar drin. Wenn du leidest, dann leidest du für Christi und so weiter und so fort, ja. Und das hat aber eigentlich gar nichts zu tun mit der Situation, die wir haben. So, schauen wir uns mal an, von Anfang des Briefes, an wen Petrus sozusagen diesen Brief hier schreibt. Nämlich das wird einiges an Licht in dieses Dunkle bringen. Da steht von Anfang an, Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremden in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, oder wie das auch heißt, wie man es ausspricht. Also ganz klare Sache, Petrus richtet einen Brief aus an verfolgte Christen. Christen, die wegen dem Glauben verfolgt werden. Und wir schauen uns gleich noch die Texte, noch weitere Texte an, damit du das siehst und damit du das dir festmachen kannst, dass das Leiden für Christi eine ganz andere Sache ist als deine Krankheit oder dein Problem oder die Sachen, die sagen, ich meine, wir Christen in Deutschland durchmachen, ja? Wir Christen in Deutschland, wir können nicht mal so eine Mentalität fahren, als ob wir für Christus leiden. In welcher Art und Weise leidest du denn für Christus in diesem Land? Ja? Aber weil wir diese Briefe kennen, weil wir dieses, weil uns gelesen wurde oder weil wir selbst gelesen haben, dass es Gottes Wille, dass wenn wir leiden oder sowas, ja, oder dass wir berufen sind zum Leiden, muss es irgendwie, diese Texte, gerade aus diesem Brief, müssen irgendwie zu uns Gläubigen passen und dann suchen wir Gläubige irgendwie irgendwas, was mit Leid zu tun hat, damit wir dann in diese Kategorie fallen, zu denen er schreibt. Und das ist eine Sache, die wir Christen ganz oft machen. Es ist wichtig, dass du bemerkst, in welcher Zeit du gerade lebst als Gläubiger. Wenn du keine Verfolgung durchmachst, wenn du kein Leiden für Christi, was Verfolgung ist,
nicht durchmachst, dann kannst du gewisse Texte nicht nehmen oder nicht für dich nehmen als Trost. Es ist kein Trost. Es passt nicht zusammen. Ja? Und mir ist es so wichtig geworden, weil dadurch wurde so viel Schaden verursacht. Viele Menschen kommen schwierig an Heilung ran, weil sie verwirrt sind, durcheinander sind. Ja, aber ich leide doch für Christus damit und so weiter. Und ich will ja nicht, dass weggenommen werden, weil dann bin ich ja nicht mehr so heilig. Und all solche Sachen, ja. Man hat Leiden zu einer heiligen Sache gemacht, als ob das so Gottes Wille war, dass wir leiden. Und das gehört einfach dazu. Guck, und ich will dir etwas zeigen. Dass Petrus bringt hier einen Trost oder tröstet immer wieder die Verfolgten in dieser Zeit. Und du musst so ungefähr sehen, wenn es keine Verfolgten in der Zeit gäbe oder gegeben hätte, ja, dann hätte Petrus nicht so einen Brief geschrieben. Das ist wichtig, dass du das verstehst, ja. Dann hätte es diesen Text nicht gegeben. Oder ich sage vielmehr, gewisse Sachen waren Offenbarungen für Petrus an die Gemeinden, weil sie gerade so eine Sache durchgegangen sind. Ja, was bedeutet, vieles davon kannst du gar nicht nehmen. Du musst deine Situation einchecken, du musst gucken, was bei uns so. Und deswegen ist diese Leidenslehre so eine fatale Sache und eine Sache, die gar nicht passt und gar nicht richtig ist. Und die nur Schaden zufügt, ja. Ich würde gar nichts sagen, wenn sozusagen wir Christen in Deutschland eine Christenverfolgung hätten und man uns jagen würde und keine Ahnung was, dann würde ich sagen, hey komm, lass uns alle in den ersten Petrusbrief uns vertiefen und dann schauen und den Trost nehmen, den damals denen gegeben wurde. Aber wir leben nicht in einer Verfolgungszeit in diesem Land. Und deswegen, was das ganz oft aus uns Christen macht, es macht aus uns Heuchler. Es macht uns Heuchler. Menschen, wir tun irgendwas so, wir leben eine Art des Lebens, was aber gar nicht so ist. Wir kommen in die Gemeinde, da wird viel über Leiden geredet, über Traurigkeit, über keine Ahnung was. Und wir müssen für Christus leiden und so weiter. Und dann nach dem Gottesdienst gehen alle nach Hause oder steigen erstmal in ein tolles Auto ein, fahren nach Hause in eine Klimaanlage an und dann geht man ins Haus mit mehreren Schlafzimmern. Keine Ahnung. Tisch wird gedeckt, richtig schön dick wird der Tisch aufgedeckt, man tut sich richtig schön vollstopfen und dann hält man ein Nickerchen und so weiter. Das ist doch kein, wir leben doch nicht in einer Leidenszeit. Ja? Und wir leben immer noch nicht in einer Leidenszeit. So, das ist ganz, ganz wichtig. Ich will einfach, dass du das dir festmachst. Petrus schreibt an Menschen, die leiden. So, die erste Stelle haben wir schon mal gesehen, ja? So, er sagt hier, wenn ihr um guten Taten willen leidet und das erduldet, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten hat und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit seinen Fußspuren folgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er beschimpft wurde, schimpfte er nicht zurück. Als er litt, drohte er nicht, sondern er übergab es dem, der gerecht richtet. Das zeigte wieder deutlich, dass hier macht er ein Beispiel, wie auch Christus beschimpft und geschlagen wurde sozusagen. Ja, er wurde gefoltert, geschlagen, er litt an seinem Körper für das Evangelium, sage ich mal. Ja, er litt wegen einer Einstellung. Er litt nicht an Krebs oder an irgendwelche anderen Krankheiten oder macht irgendeine finanzielle Lage gerade durch. Und das ist der Beispiel dafür, dass wir genauso leiden sollen wie Christus, wie er seine Situation hatte. Ja? Das hat er nicht gehabt, sondern er litt, er wurde verfolgt. Es ist ganz wichtig zu sehen. Dann im dritten Kapitel, da lesen wir im 14. Vers. Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, dann seid ihr glückselig, fürchtet euch aber nicht vor ihnen drohen, vor ihr drohen und erschrecket nicht. Er macht hier wieder deutlich, dass das Leid sich bezieht um der Gerechtigkeit willen. Ja? Um der Gerechtigkeit willen. Deswegen, seid glücklich, wenn ihr wegen der Gerechtigkeit willen, wenn wegen des Glaubens, wenn ihr wegen dem, dass ihr Jesus angehört, verfolgt werdet und so weiter und so fort. Aber in keinster Weise seid glücklich, weil ihr eine Krankheit habt, weil ihr ein Problem habt und so weiter. Denn dieses Problem bewirkt irgendwas oder keine Ahnung was. Das ist ganz, ganz wichtig zu sehen. Nächster Vers. Im 17. Vers steht, denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist. Was eben auch so eine Sache ist, dass man stellt sich immer hin, so Leiden ist immer Gottes Wille, ist immer Gottes Wille. Nein, Leiden ist in erster Linie nicht Gottes Wille. Wir lesen nämlich in Jeremia 29, da heißt es, dass Gott spricht durch den Propheten, denn seine Gedanken sind gute Gedanken. Gedanken des Friedens. Ja? Gedanken des Friedens und nicht des Leidens.
Ganz deutlich, nicht des Leidens. Gott hat gute Gedanken für dich, Gott hat gute Gedanken für mich, nicht des Leidens. Das heißt, hier sagt er ja auch, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr wegen guter Taten leidet, als wegen böser Taten. Also dann, er sagt, wenn, dann lieber leidet ihr wegen guter Taten, anstatt wegen böser Taten. Er gibt ihnen einfach einen Trost. Er zeigt ihnen, guck mal, ihr leidet doch gerade, ihr werdet verfolgt wegen der Gerechtigkeitswillen, wegen, weil ihr Gott angehört und so weiter und so fort. Und er will denen das sozusagen zeigen, dass das eine gute Sache ist. Das ist ein Trost. Aber diesen Text, den gebrauchst du nicht als eine, den kannst du nicht als eine Lehre bringen. Den kannst du nicht den Christen einfach hinschmeißen und sagen, hey, wir sind verdonnert dazu zu leiden und das ist Christi sein Wille. Weil das ist nicht Christi sein Wille. Das ist nicht Gottes Wille für uns, dass wir einfach leiden. Vor allem in Umständen, in Heilungen, in Krankheiten und so weiter und so fort. Und hier sagt er auch im 18. Vers, denn auch Christi hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, um uns zu Gott zu führen. Ja? Der Gerechte für die Ungerechten hat er gelitten. Weiter geht's im 1. Petrus Brief, in dem wir immer noch sind, im 4. Kapitel, Vers 12. Da geht der Text ein bisschen länger und da sehen wir noch ein paar deutlichere Sachen. Da schreibt er dann weiter, Geliebte, lasst euch die Feuerglut, die euch als Prüfung begegnet, nicht befremden, als widerführe euch etwas Seltsames. Ja? Habe ich auch schon oft gehört, dass man diese Sache rausholt und dann sagt man, ja, wegen deinen Umständen und deinen Problemen, wundere dich nicht, wenn du Schwierigkeiten hast in deinem Leben und keine Ahnung was. Aber er schreibt hier gar nicht von solchen Dingen. Er schreibt, es soll euch nicht befremden. Weiter geht's. Sondern insofern ihr der Leiden Christi teilhaftig seid, Leiden Christi, freut euch damit ihr auch der bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne habt. Glückselig seid ihr, wenn ihr um des Namens Christi willen verleumdet werdet. Ja, das ist keine Kleinigkeit, sozusagen, das zu bemerken in diesem ganzen Petrusbrief. Dass es hier um Leiden für Christus geht. Ja? Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, aber bei euch ist er gepriesen. Und jetzt schreibt er weiter etwas und da gehe ich gleich weiter ein. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder, Dieb oder Verbrecher oder weil er sich in fremden Angelegenheiten einmischt. Leidet er aber als Christ, soll er sich nicht schämen, sondern Gott preisen in dieser Sache. So, und das ist es. Es ist nicht das Problem, was Petrus hier schreibt in diesem Brief über Leid, sondern es ist wichtig und das Problem ist, dass Christen oft die Texte rausnehmen und sie manipulieren und sie einfach den Situationen zuschiebt, zu jeder, egal irgendwelche schwierigen Situationen und alles unter einen Topf bringt und das ist das Leiden für Christi. Krankheiten, irgendwas läuft beziehungsweise nicht, irgendwelche Schwierigkeiten, die wir im Leben durchgehen. Und das ist nicht richtig, weil Jesus Christus ist gekommen, um zu retten. Jesus ist gekommen zum Heilen, er ist gekommen zum Befreien, er ist gekommen, um uns Lösungen zu geben und uns aus Miseren herauszubringen und so weiter und so fort. Und ich zeige dir gleich, dass auch gerade in Jakobusbrief ein Unterschied gemacht wird zwischen dem Leid, wenn du sozusagen leidest mit einer Krankheit oder nehmen wir mal Krankheit als Umstände allgemein, oder du leidest für Christus, du wirst verfolgt. Es ist ein mega Unterschied. Deswegen sage ich auch, niemand aber unter euch leide als ein Mörder, Dieb, Verbrecher oder weil er sich in fremden Angelegenheiten einmischt. Und ich würde heute noch dazu fügen, okay, Entschuldigung, aber das füge ich einfach dazu. Niemand aber unter euch leide in Krankheiten, Umständen und Probleme. Ja? Sondern gehe das im Glauben an und widerstehe diese Sache und lass dich von Gott in den Sieg herausführen. So, wenn du das weißt von heute, wenn du weißt, dass diese Leidenssachen, gerade worüber Petrus schreibt, den verfolgten Christen dient, dann wirst du nicht mehr diesen Kampf haben im Kopf. Du wirst nicht mehr diesen Krieg haben. Du wirst nicht mehr verwirrt darin sein, dass Gottes Wille für dich ist, dass es dir gut geht. Dass du geheilt wirst, dass du rauskommst, dass du aus dem Leid befreit wirst. Und hier kommen wir eben zu diesem, vom Leid befreit werden, im Jakobusbrief. Da wird was ganz, ganz Wichtiges erwähnt, was ganz Deutliches erwähnt.
So, und zwar, ich glaube, das ist im fünften Kapitel, im Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 13, eine ganz bekannte Stelle, die aber dir deutlich macht, dass Leid und Leid nicht das gleiche ist. So, im 13. Vers steht, wenn jemand unter euch leidet, soll er beten. Wenn jemand froh ist, soll er Psalme singen. Wenn jemand unter euch krank ist, schau mal, soll er die Gemeindeältesten zu sich rufen, damit sie über ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Ja? Was hier interessant ist, dass er hier einen gewaltigen Unterschied macht. Und das ist, was ich will, dass du heute bemerkst. Es gibt einen Unterschied zwischen Leid und für Christus. Oder Leid einfach die Probleme, die man hat durch Krankheiten oder Umstände in der Welt. Es ist ein Unterschied. Und das wird sehr oft missverstanden. Ja? Deswegen im Petrusbrief wird das Leiden für Christus in der Verfolgung angesprochen. Er schreibt explizit zu den verfolgten Christen. Ja? Er schreibt nicht zu dir. Auch sind da Texte, das ist nicht, dass du nicht für dich die Sachen nehmen kannst. Aber du brauchst gewisse Sachen nicht für dich nehmen, weil du nicht unter diese Kategorie fällst. Du fällst unter die Kategorie nicht, weil du nicht verfolgt wirst. Es sei denn, du lebst wieder in China oder es sei denn, du lebst, keine Ahnung, in irgendein anderes arabisches Land dort, wo die Christen halt wirklich verfolgt werden und so weiter und so fort. Das ist eine ganz andere Sache. Und da wendest du dann die Briefe oder die Textstellen an für den Trost, dass du eben verfolgt wirst. Aber hier lügen wir und machen uns nur was vor, wenn wir hier von Leiden reden, von Leiden für Christus reden. Ja? Und es wird von uns auch gar nicht verlangt. Du musst von das loswerden und du musst von das frei werden, dass du denkst, dass ein Christ ist verdonnert einfach zu leiden. Er ist einfach so verdonnert dazu zu leiden und dass es ihm schwierig geht. Oftmals sind so gewisse Textstellen auch verantwortlich, zum Beispiel wie, was uns in Christen sich eingeprägt hat, dass schmal ist der Weg und schmal ist die Pforte, die zum Leben führt, aber breit der Weg und breit ist die Pforte, die zur Verdammnis führt. Und oft wird dazu gesetzt, von Menschen wird dann einfach dazu gesetzt zum Text, dass der schmale Weg, der ist steil, steinig, schwer, keine Ahnung was, voller Leid und so weiter und so fort. Und das stimmt halt nicht, weil es gar nicht da drin steht. Es steht da nichts von einem leidigen Weg, steht nichts von einem harten Weg, steht nichts von einem steinigen Weg. Es steht nur was von einem schmalen Weg und von einer schmalen Tür. Jesus macht uns dort klar an dieser Stelle, und ich will da jetzt wegen der Zeit nicht reingehen, ich will nicht zu langes Video machen, aber Jesus zeigt uns an der Stelle, dass es wenige, er betont auch dann, denn es sind wenige, die darauf gehen. Also die Menge hat bei dieser Textstelle wieder den Unterschied gemacht. Es sind wenige, die auf dem Weg gegangen sind und viele sind auf dem breiten Weg gegangen sind. Aber das bedeutet nicht, dass der breite Weg, der dort ist, wo keine Probleme und alles ist easy peasy und irgendwann mal laufen sie in die Hölle mit ihrem einfachen Leben. Und im schmalen Weg, da ist alles ganz schwierig und schwer und wir haben dort Krankheiten und wir haben dort Umstände und keine Ahnung was, aber wir werden dann in den Himmel gehen. Das war nicht die Metapher dafür. Sondern Jesus hat gesagt, es sind wenige, die ihn finden, wenige sind, die auf diesem Weg gehen. Dieser Weg, den Jesus dort beschrieben hat, ist nicht ein Weg, dass sozusagen, dass du wegen Krankheiten leidest und so weiter und so fort. Der einzige Leiden, das für Christen wirklich erlaubt ist Leiden für das Evangelium. Das ist alles. Und deswegen check bei dir selber in deinem Leben ab, in welchem Bereich leidest du für Christus? Leidest du nicht für Christus? Dann, was steht hier? Wenn jemand unter euch leidet, leidest du für Christus, soll er beten. Wenn jemand froh ist, soll er Psalme singen. So, nicht jeder steckt in diese Kategorie des Leidens. Nicht jeder steckt unter diese Kategorie, dass er leidet gerade für Christus. Momentan leiden viele Gläubige nicht für Christus. Was sollen sie machen? Sollen sie dann in den ersten Petrusbrief den Kopf reinstecken und dann, keine Ahnung, beten dafür, dass Gott doch mehr Leid schickt, damit sie mehr so in dem Willen Gottes da drin sind und so weiter? Weil das ist ja, wir sind ja dafür berufen. Du siehst da, es werden manchmal so Textstellen gezogen aus Briefen, ja, die man betrachten muss mit der Situation, die damals war. Es ist ganz, ganz wichtig, so dass wir nicht heuchlerische Christen sind, dass wir nicht alles zuschieben und alles in einen Sack packen und dann alles ist irgendwie eine Sache und da hauen wir drauf und fertig. Ja? Schau mal, wenn jemand unter euch krank ist, und hier macht eben diesen Unterschied, einmal leiden und wenn jemand unter euch krank ist,
Also ist das was anderes. Es ist was ganz anderes. Der, der leidet, für Christus soll beten. Der, wo krank ist, soll nicht sagen, ich leide für Christus und dafür sind wir berufen zu leiden und keine Ahnung was. Ja? Sondern er soll die Gemeinde erstens zu sich rufen, damit sie was machen. Ihm auch wieder sagen, dass, ja, du leidest halt für Christus und alles ist gut, Amen. Was oft gemacht wird. Oft wird das gemacht. Oft. Heutzutage wird so viel geschoben auf dieses Leiden. Alles, was ein Mensch Problem macht, ist ein Leid für Christi. Das darf doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, und deswegen ist man im Wille, ist man durcheinander, was Gottes Wille ist. Ist es Gottes Wille jetzt, dass ich frei werde, dass ich geheilt werde, dass es mir besser geht oder nicht? Oder will Gott, dass ich da leide und bewährt werde und weil dieses Leiden, das bringt doch, das tut doch irgendwas in mir und so weiter und so fort. Aber du wirst sehen, auch in der Zukunft, du wirst nicht mehr die Briefe und die Bibelstellen, du wirst es nicht mehr übersehen können. Wenn es um Leid geht, wirst du jetzt sehen können, dass es um ein ganz anderes Leid geht. Und wenn es um dieses ganz andere Leid geht und du weißt, dass bei dir ist es nicht, dann hast du diese Stelle nicht, dann trifft sie auf dich nicht zu und trifft sie auf uns nicht zu. Wenn sie auf dich zutrifft, trifft sie auf dich zu. Dann ist ein ganz anderes Thema. Dann kannst du meinetwegen sozusagen die Textstellen oder kannst dir solche Predigten anhören, die dich darin trösten, ja. Aber eigentlich zu 90% der Fälle im westlichen Ländern so, es trifft fast nicht zu. Und deswegen ist die Lehre des Leidens eigentlich eine falsche Richtung und ist, Leute, die falsch abgebogen sind. Die versuchen ums Verrecken sozusagen Schriftstellen einfach passend zu machen, einfach drauf zu drücken auf den Christen. Ein Christ geht's gut, er leidet nicht, aber von der Kanzel sagt jemand, du musst aber leiden, weil das ist Gottes Wille und so weiter. Und dann drückt er und da fühlt sich schon der Christ, der eigentlich nicht wirklich irgendwas so am Leiden hat oder sowas, fühlt sich verdammt. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich habe zu wenig Probleme. Aber Gottes Wille war nie, dass du Probleme hast. Ja? Damit sie über ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Und wozu sollen die das tun? Wozu sollen die das tun? Damit es nicht so bleibt, wie es war. Amen? Gott hat Lösungen für uns. Gott hat den Ausweg für uns. Es gibt es nicht. Es ist einfach nicht biblisch, weil man Krankheit hat oder weil man irgendwie sagt, den Kopf in den Sand stecken und fertig und sagen, man leidet für Christus. Das ist einfach nicht biblisch. Das ist nicht, was Gott gefällt. Steht geschrieben in Hebräer 11, Vers 6. Jeder, der zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das ist Gottes Wille. Gottes Wille ist deine Lösung. Gottes Wille ist, dass die Belohnung ist Gottes Wille. Und du merkst auch immer, dass jede Richtung, die vom Glauben dich wegbringt, vom aktiven Glauben, ist fatal. Sie bringt dich weg. Sie bringt dich weg von dort, wo du Gott gefallen würdest. Nämlich Gott sagt, in Hebräer heißt es eben, der, wo Gott glaubt, gefällt Gott. Gott gefällt es, wenn du ihm glaubst. Wann glaubst du ihm, wenn nicht für die Lösung, wenn nicht für den Sieg, wenn nicht für das, was dich rausbringt? Halleluja. Für das, was Jesus repräsentiert hat, was Jesus auf der Erde gezeigt hat. In der Apostelgeschichte sagt Petrus, wo er über Jesus predigt, da sagt er, denn ihr habt von ihm gehört, von dem Gesalbten. Jesus, der gesalbt wurde mit dem Heiligen Geist, der umherging und nur Gutes tat, alle befreite, die vom Satan bedrückt waren. Denn Gott war mit ihm. Ja, er hat Gutes getan. Er hat die Kranken geheilt, er hat die Dämonen ausgetrieben, ja, und den Armen hat das Evangelium gepredigt. Das ist es. Gottes Wille ist genau das, was Jesus gemacht hat. Gottes Wille ist immer noch heute gleich. Und das Einzige, was dich stört oft von dem Sieg oder von der Lösung, sind diese Textstellen vom 1. Petrusbrief. Sind die Sachen, die Menschen verdreht haben, die Menschen einfach so dir hingeschmissen haben und sagen, hier, das ist es, das ist die Ausrede. Und dass wir dann als Christen sagen, so, ja, okay, ich leide für Christus. Und ich verstehe so, ich kann nicht nachvollziehen, dass es Gläubige gibt, die wirklich sich zufrieden geben mit solchen Antworten. Damit kann man sich nicht zufrieden geben. Die Antwort für, sage ich jetzt, also für irdische Probleme und jetzt zum Beispiel in diesem Bereich in Krankheit, ist: Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Es wird ihn retten. Es wird ihn retten.
Weil wenn das Gebet im Glauben war, wird es den Kranken gesund machen. Halleluja! Die Lösung ist sicher. Und der Herr wird ihn aufrichten. Wir sehen, dass hier ein Unterschied gemacht wird zwischen Leiden für Christus, derjenige soll beten, und wenn jemand in einer Krankheit sozusagen steckt, soll er die Lösung suchen. Deswegen, ich will dich einfach damit ermutigen und diese Sache hier ein für alle Mal für dich auflösen, ja? Sodass du einfach du brauchst, wenn du Probleme hast im Leben, wenn du Schwierigkeiten hast in einem Land wie Deutschland, dann mach nicht den Fehler und versuch dich zu trösten mit den Leidensversen der Bibel, die nichts zu tun haben mit diesen Situationen, sondern tu was anderes. Wie geschrieben steht, suche die Ältesten zum Beispiel, ja? Suche das Wort des Lebens. Suche die Stärkung im Glauben. Suche die Lösung. Ganz einfach. Was sagen wir damit ist, suche die Lösung. Gott hat die Lösung für dich. Halleluja. Werde frei von dieser Sache, von dem Irrtum, der sozusagen entstanden ist von dem ersten Petrusbrief. Der erste Petrusbrief ist ein Brief, der sich ausgerichtet hat, den Petrus geschrieben hat, explizit an verfolgte Christen. Ein Trostbrief. Ein Trostbrief für die Christen, wo nichts mehr, wo es nur noch quasi den Himmel gab. Es gab nur noch das Sterben und den Himmel. Und zu so einem Volk hat er gesprochen. Zu solchen Menschen hat er gesprochen. Hat Offenbarungen sogar gehabt für ihre Situation. Und deswegen ist es gekommen mit der Leidenssache. Deswegen ist diese Sache so gekommen. Deswegen hat Petrus die Offenbarung gehabt, hat er die Berufung angesprochen. Denn dafür seid ihr berufen, zu leiden für die gute Sache und so weiter und so fort. Weil das will jemand hören, wo links und rechts irgendwie abgeschlachtet werden, keine Ahnung was. Du musst es als Trost sehen für die verfolgte Gemeinde. Ja? Also lebst du in der Verfolgung? Nein. Leben wir in der Verfolgung gerade? Nein. Also tu nicht so oder ich tu nicht so. Also brauchen wir nicht so tun. Wir glauben, wir brauchen nicht so tun, als ob. Wir brauchen nicht so tun, als ob. Sondern wir leben hier, im Jetzt. Jetzt in diesem Land. Und Gott sagt dir, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du Krankheiten hast und andere Probleme im Leben, such die Lösung. Such die Lösung. Und gib dich nicht zufrieden mit der Leidenslehre, die nichts mit den Umständen zu tun hat. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.